Schaut einmal, die Elite der Welt. Ja, gut. Wer ist die Elite? Rockefeller, Rothschild, Kiesinger, Soros, ja, die ganze Palette. Die hat es fertig gebracht. Denn der größte Teil der Medien gehört ja dem Rockefeller und Rothschild. Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich sing. Und das ist im ersten Fernsehen, im zweiten Fernsehen, da ist auch, man kann so weitergehen. Presse auch. Spiegel und alles gehört doch auch denen. Und die haben das Volk inzwischen in der Knute. Sie haben mit Presse, Television, ohne dass das Volk merkte, eine Gehirnwäsche gemacht. Sie merken es nicht mehr. Wenn ich zum Beispiel etwas predige und die schauen YouTube, nein, das stimmt nicht, hier und einer hat gesagt so und so und so. Und schaut einmal, nehme ich nur mal Deutschland Merkel, die kann ja machen, was sie will. Sie kann ja die Gesetze brechen, was nicht mal Satan tut. Wagt, ja, das ist ja logisch natürlich. Sie, die Menschen, Hauptsache das Bierchen und die Television ist da. Normal. Meine Lieben, schaut einmal genau hin. Diese Bundesangestellten, also diese irgendwie Kanzler, Bundespräsident, wie die alle heißen, die knechten doch euch, ohne dass ihr es merkt. Schaut, ihr seid ja still, wenn die das machen. Das ist ja wunderbar, der Antichrist kann eigentlich kommen, ihr seid schon präpariert dazu, für ihn. Ich sage das nicht um euch, sondern ich sage es mit Schmerz. Schaut mal, wenn ich predige, ich persönlich glaube, ich könnte gar nicht, wenn es nur auf mich ankommt. Ich predige nicht, was ich selber vielleicht gelesen habe oder irgendwas oder was ich weiß. Ich predige nichts, was ich, ich habe ja kein Seminar besucht, Priesterseminar. Ich hatte aber den berühmtesten Professor, den es gibt, der Heilige Geist. Ich sage solches Zeug einfach, mir ist es sogar widerlich, solche Sachen von mir zu reden. Aber anscheinend muss ich es. Ich bin als Kind entrückt worden zu Gott. Und da habe ich die absolute Liebe, wollte ich sagen, zu Gott gefunden. Und dann als Erwachsener, bevor ich dann das alles kam, noch einmal. Und da habe ich die Lehre bekommen, die ich wieder predige. Aber die Lehren sind einfach, einfache Worte. Ich denke manchmal, da könnte jedes Kind verstehen. Ich rede ja nicht bei eurem Verstand. Das hat auch der Pfarrer von Ars nicht gemacht. Ich möchte reden von Herz zu Herz.